Ja, herzlich willkommen, liebes Publikum zu Hause vor den Bildschirmen und herzlich willkommen, Margit Schreiner, heute zur Lesung aus deinem neuen Buch Vater, Mutter, Kind, Kriegserklärungen über das Private. Und wir werden in abwechselnden Teilen sozusagen über dieses Buch ins Gespräch kommen und auch Teile daraus hören. Dieses Buch ist gerade erschienen im Schöffling Verlag und dort beginnt alles und endet alles mit Süßigkeiten. Zum Beispiel mit Stollwerkzucker und Benztag-Schokolade. So sollte es zumindest im Leben sein, denke ich, dass alles mit Süßigkeiten beginnt und endet. Jedenfalls verzehrt ein Mädchen am Anfang und am Ende des neuen Buchs Vater, Mutter, Kind, Kriegserklärungen von Margit Schreiner genau diese Süßigkeiten. Und diese Zuckerl deuten zweierlei an. Es ist eben die Lebenswelt eines Kindes, von der hier erzählt wird. Und wir befinden uns in einer ganz bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, ja sogar in einem bestimmten Milieu. Bei Stollwerk und Benzdorf-Schokolade könnte Nostalgie aufkommen. Mit diesem Gefühl sind die Erinnerungen, die in diesem Buch geschildert werden, aber kaum verknüpft. Ganz im Gegenteil, der Titel verrät das schon. Es sind Kriegserklärungen, die hier formuliert werden. Wer hier wem und warum den Krieg erklärt, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Die Autorin verfolgt hier also kein Nostalgieprojekt. Der Blick in die Vergangenheit, die Rückkehr an den Ort der Kindheit ist kein verklärter. Aufgewachsen in den frühen 60er Jahren in der Arbeitersiedlung neben dem Vösgelände in Linz, den vormaligen Hermann-Göring-Werken, wird ein Teich mit Natursteinplatten zum eigentlichen Zentrum im Leben der anfangs sechsjährigen Margit. Dieses Zentrum, das vor den Blicken der Eltern und deren Überwachung in den umgebenden Häusern durch Pflanzenbewuchs geschützt ist, nutzen das Mädchen und die anderen Kinder in der Siedlung, um sich zusammenzufinden und sich die Welt zu erschließen, fernab der elterlichen beengten Wohnungen. Pinkelwettbewerbe werden abgehalten, Erkenntnisse über die Beschaffenheit des Universums ausgetauscht, Racheaktionen gegen spießige Hausmeister geplant und ausgeführt. Margit Schreiner tritt dabei als Schriftstellerin und als Erzählerin in diesem Text ganz deutlich in Erscheinung, denn berichtet werden diese Geschehnisse einer Kindheit aus der Sicht einer Autorin. Das siebte Lebensjahr aus der Perspektive des siebten Lebensjahrzehnts. Und ich würde vorschlagen, wir hören direkt in den Text einmal hinein. Bitte, Margit. Gerne. Ich glaube, das siebte Lebensjahr des Menschen wird gnadenlos unterschätzt. Alle starren immer nur auf die Pubertät, aber die Pubertät beginnt im Grunde viel früher. So wie sich die Studentenrevolte von 1968 bereits ab 1959 abzeichnete. Es muss sich erst einmal vieles ansammeln, bis es dann explosionsartig austritt. Im siebten Lebensjahr werden die Kinder bei uns gemeinhin eingeschult. Damit beginnt eine neue Ära. Wer vorher unverletzbar war, wird auf einmal verletzbar. Wer stark war, dem wird schnell beigebracht, dass auch das Stärkste untergehen kann. Das Zeitalter des Vergleichens mit anderen beginnt, die Ungerechtigkeiten beginnen, die Willkür der Notengebung beginnt, die Vernichtung menschlichen Potenzials. Wer früher sorglose Nachmittage mit Zeichnen verbrachte oder 10-mal hintereinander versuchte, auf der Teppichstange im Hinterhof zu balancieren, der muss jetzt am Nationalfeiertag die österreichische Fahne zeichnen, und zwar in Rot-Weiß-Rot und innerhalb vorgegebener Schablonen, und im Turnunterricht zur Trillerpfeife der Lehrerin im Kreis laufen. Man nennt das den Ernst des Lebens. 1959 rückte Che Guevara mit seinen Revolutionstruppen in Havanna ein und Fidel Castro übernahm die Macht. Im selben Jahr fand in Tibet der Aufstand gegen die Chinesen Mao Zedongs statt, der Dalai Lama floh nach Indien. Die zweite Phase des Vietnamkriegs begann. Ende des Jahres 1958 erwarb die deutsche Luftwaffe 300 Starfighter
von denen in den folgenden Jahrzehnten aufgrund technischen Gebrechens 260 abstürzten, wobei 116 Piloten starben. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete 1959 die Deklaration über die Rechte des Kindes, die Antibabypille wurde zur Genehmigung eingereicht, die Barbie-Puppe wurde erstmals auf der Toy Fair in New York vorgestellt, der Dichter Salvatore Quasimodo erhielt den Nobelpreis und wir saßen auf den Natursteinplatten. Der Teich im Park zwischen Muldenstraße und Eisenbergstraße war von jeher unser Lieblingsplatz, besonders im Sommer. Da wucherten die belaubten Büsche und Bäume so dicht um den Teich herum, dass man ihn vom Weg durch den Park nicht mehr sehen konnte. Nur wer auf den Natursteinen saß, sah ihn. So wurde er im Sommer zu unserem eigenen See, an dem wir ungestört waren. Von den Büschen verdeckt, mit Aussicht auf Seerosenblätter, Frösche, Libellen, Hummeln und ab und zu einer Maus, versuchten wir uns an den großen Fragen der Menschheit. Es war drückend heiß. Ab und zu wehte eine Brise, dann bewegten sich die Äste der Trauerweide und kitzelten uns am Hals. Wir sprachen über den Tod. Theo sagte, dass alle Menschen einmal sterben müssten. Ausnahmslos. Aus die Maus, sagte er. Edda sagte, der Tod sei aber nicht das Ende, sondern der Anfang. Aber der Anfang wovon, wusste sie auch nicht so genau. Wir stierten vor uns hin. Der Anfang von der Auferstehung, sagte sie nach einer Weile. Alle schwiegen. Wahrscheinlich hing jeder von uns seiner Vorstellung von der Auferstehung nach. Ich dachte an das Heiligenbild, das ich nach 10 Mai-Andachten von unserer Religionslehrerin bekommen hatte und in ein Mai-Andachtsbüchlein kleben durfte. Darauf war Jesus zu sehen, der Kerzen gerade in den Himmel auffuhr. Er hatte ein weites weißes Kleid an, das sich durch den Auftrieb so bauschte, dass man ihm eigentlich direkt unter ihm stehend auf die Unterwäsche hätte schauen können. Ich hatte mir fest vorgenommen, unbedingt Hosen zu tragen, wenn es einmal soweit sein würde. Ilse, die ein paar Jahre älter war, sagte, das mit der Auferstehung sei nur sinnbildlich gemeint. Die Auferstehung sollte bedeuten, dass der Mensch sich nach seinem Tod über alles erhebe, das ihn im Leben belastet habe. Schmutz, Sünden, Armut und so weiter. Markus beteiligte sich nicht an dem Gespräch. Er schubste mit dem Fuß Kieselsteine an, die dann ins Wasser platschten, sodass die Frösche, die sich irgendwo im Schilf versteckt hatten, das von der Parkgärtnerei im Frühjahr mühsam Halm für Halm angepflanzt worden war, kopfüber ins Wasser sprangen. Wir wären bei der Hitze alle lieber im Hummelhofbad gewesen. Es war aber für eine Woche geschlossen, weil Bakterien im Duschwasser gefunden waren, wurden. Im Duschwasser gefunden worden waren. Alle Duschköpfe wurden ausgetauscht. Danach würden die meisten Kinder aus dem Hof sowieso mit ihren Eltern in Urlaub fahren. Wir fuhren in ein paar Tagen, wie jedes Jahr, mit Tante Fini ans Meer nach Italien. Ilse, Emma und ihre Eltern fuhren nie ans Meer, weil ihr Vater, der ja Chemiker war, behauptete, die Meere seien alle total verschmutzt. Die Armen mussten im eiskalten Hallstätter See baden, weil der, wie ihr Vater sagte, der einzig wirklich saubere See Österreichs sei. Edda fuhr in den Ferien immer zu ihrer Großmutter ins Mühlviertel, Basti und seine Eltern flogen weit weg, Basti wusste nie so genau, wohin eigentlich. Markus fuhr mit seinem jüngeren Bruder in ein Jugendsportlager in Saalbach in Hinterklemm, wo Markus diesmal einen Kletterkurs belegen wollte. Theo fuhr mit seiner Schwester und den Eltern in dem bunt bemalten VW-Bus durch die Gegend. Theo fragte, ob einer von uns schon einmal einen Toten gesehen habe. Niemand antwortete. Ein Frosch kletterte mühsam auf ein Seerosenblatt. Plötzlich sagte Basti, seine Oma sei ganz glatt geworden, nachdem sie gestorben war. Vorher sei sie runzlig gewesen. Woher willst du denn das wissen, Zwerg?
fragte Theo. Theo sagte immer Zwerg zu Basti, was Basti jedes Mal so ärgerte, dass er ganz rot im Gesicht wurde. Weil ich dabei war, sagte Basti zornig. Theo sagte, Zwerge seien nie beim Sterben dabei. Ich schon, sagte Basti, was alle, da bin ich ganz sicher, bezweifelten. Ausgerechnet Basti mit den blonden Locken und dem Kirschmund, der jüngste von uns, wollte als einziger eine echte Tote gesehen haben. Aber Basti behauptete steif und fest, dass er an dem Nachmittag, an dem seine Oma gestorben sei, ganz allein zu Hause gewesen war. Er sei auf einem Stuhl neben ihrem Bett gesessen und habe sie die ganze Zeit angeschaut. Die Oma habe zuerst nur gestöhnt, dann habe sie zu röcheln begonnen. Auf einmal habe sie nicht einmal mehr geröchelt. Sie sei ganz still dagelegen und habe ein- oder zweimal geschnarcht. Er habe zuerst gedacht, sie wäre endlich eingeschlafen, aber sie sei tot gewesen. Und woran willst du das erkannt haben, fragte Edda. Weil sie ganz glatt geworden ist, wiederholte Basti. Zuerst runzlig, dann glatt. Wir starrten Basti an, dem plötzlich Tränen in die Augen traten. Mir war nicht ganz klar, ob es wegen seiner Oma war oder weil wir ihm nicht geglaubt hatten oder womöglich immer noch nicht glaubten. Der Frosch auf dem Seerosenblatt starrte Basti ebenfalls an. Alle schwiegen wieder. Irgendwie wurde die Situation immer unangenehmer. Edda begann ihre Fingernägel zu putzen, Ilse wippte mit den Füßen auf und ab, sogar Theo sagte nichts mehr. Es war schließlich Markus, der die bedrückende Situation auflöste. Er stand auf, packte Basti und setzte ihn sich auf die Schulter. Mit Basti auf der Schulter lief er ein paar Mal im Galopp um den Teich herum und wieherte. Basti hielt sich an Markus' Hals fest und lachte Tränen. Genauso ist Markus 10 Jahre später mit meiner Freundin Gabi auf den Schultern durch die Eisenbergstraße gehüpft, bevor sie in das Dachzimmer, das zu der Wohnung seiner Eltern gehörte und kaum benutzt wurde, mitnahm. Wenn ich heute über einen Baumstamm, der im Weg liegt, klettern will, riskiere ich einen Sturz und in der Folge womöglich einen Oberschenkelhalsbruch. Wer über 60 auf einen Baum steigt, hat einen triftigen Grund dafür und benutzt eine stabile Leiter. Das Balancieren ist bereits auf einem Brett von einem halben Meter Breite riskant, weil im Alter der Gleichgewichtssinn rapide abnimmt. Kurz, das 7. Lebensjahrzehnt wird wie das 7. Lebensjahr weit unterschätzt. Was für Kinder ein Jahr ist, dehnt sich für den über 60-Jährigen zu einem Jahrzehnt, das ihm so schnell vergeht wie ein Jahr. Die Menschen, die an ihrem 60. Geburtstag alle mit ihrer Jugendlichkeit und ihrem Elan überraschen, sterben zwischen 60 und 70 reihenweise an Herzinfarkt, Gehirnschlag oder an Krebs. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Menschen, die in ihrem 7. Lebensjahr so mühsam den Ernst des Lebens lernen mussten, in ihrem 7. Lebensjahrzehnt in Pension gehen und auf einmal genauso mühsam lernen müssen, nicht mehr dem Ernst des Lebens verpflichtet zu sein. Das überleben viele nicht. Ja, vielen Dank für diese erste Stelle aus deinem Buch. Ich würde eigentlich gerne gleich bei dieser Gegenüberstellung anfangen, bei diesem Mädchen und bei dieser Frau. Das eigene Erleben ist, glaube ich, dein wesentlichster Antrieb für dein Schreiben. An einer anderen Stelle in deinem Buch gibt es eine Aussage sozusagen, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, kann ich keine Spuren dieser 7-Jährigen in meinem Gesicht entdecken. Auch nicht die einer 18-, 20- oder 30-Jährigen. Alles nur in meinem Kopf, seinem Universum und den Paralleluniversen. Seltsam, wie es ihm, also dem Kopf, gelingt, die vielen Ichs in diese eine mein Leben zu gießen. Das finde ich so spannend, dass du die Idee wählst, sozusagen dieses Kind zum Leben zu erwecken und gleichzeitig dich aus der Jetztzeit dem zuzuwenden. Ich
zitiere kurz Thomas Bernhard, es gibt nichts Schwierigeres, aber auch nichts Nützlicheres als die Selbstbeschreibung. Man muss sich prüfen, muss sich selbst befehlen und an den richtigen Platz stellen. Wie ist das für dich in diesem Schreibprojekt gewesen? Verändert das auch etwas an dem Zugriff auf deine eigene Erinnerung, wenn du quasi die erwachsene Frau oder die Frau zu diesem einen Lebenszeitpunkt mit diesem Kind sozusagen zusammenbringst? Naja, ich glaube, das macht Erinnerung immer. Also jeder, der sich erinnert, erinnert sich in seinem Jetzt und seinem So-Sein und mit seinen Erfahrungen und mit seiner Umwelt an das Vergangene. Das Vergangene ist nie etwas Fixes, das im Kopf jederzeit abrufbar ist, sondern es ist etwas sehr Flexibles. Mhm. Und was ich stark merke, dadurch, dass ich immer schon autobiografisch geschrieben habe, wie sehr der Blickwinkel sich verändert, je nachdem, worauf man ihn richtet. Mhm. Das hat zu tun mit dem, wie man jetzt ist, aber auch mit dem, was man in der Vergangenheit erforschen will. Mhm. Und da war also meine Grundidee ursprünglich, über das Private nachzudenken und zu schreiben, das sich ja in meiner Lebenszeit unheimlich verändert hat. Mhm. Also ich beschreibe hier die Ende 50er, Anfang 60er Jahre, wo also alles privat war. Das war noch die Kriegsgeneration, die Angst hatte, dass irgendwas an die Öffentlichkeit dringt und dann missbraucht wird von der Öffentlichkeit. Das war eine sehr vorsichtige und eine ängstliche Generation diesbezüglich. Und dann eben in den 68ern, wenn man jetzt einen Sprung macht, war ja die Parole, alles Private ist politisch oder alles Politische ist auch privat. Mhm. Und dann kam die Zeit der Social Media bereits, wenn man jetzt einen großen Sprung macht, wo man alles eigentlich in Facebook plötzlich setzt und sich wundert, woher dann das Facebook alles weiß und in der Reklame oder in der Werbung schon darauf eingeht, was man je korrespondiert hat. Mhm. Und dann also als letzten Schritt den Schutz der privaten Daten, also die Datenschutzgesetze. Das hat sich alles in meiner Lebensspanne ereignet und daher war mein Blick also hauptsächlich auf dieses, was war eigentlich alles privat, tabu, verboten in dieser ersten Zeit. Mhm. Ich habe ja vor, noch mehr Bände darüber zu schreiben und dann wird sich das ändern, der Blickwinkel. Ja, das ist interessant, wenn ich da nochmal nachfragen darf, dieses Thema des Privaten bis in die Gegenwart, wenn... Ich meine, autobiografisches Schreiben, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt nicht Autobiografie, sondern eben diese Art zu schreiben, das ist ja auch insofern spannend, weil es eigentlich auch ein Genre ist, das sich auch in der Literatur gern selber kommentiert irgendwie. Also Autorinnen, Autoren, die denken ja schreibend auch immer darüber nach. Und das passiert ja auch hier, also diese Fiktionalisierung, dieses Erfinden von etwas, was aber eigentlich auf der Wahrheit fußt, das spielt ja eine große Rolle. Und wenn du dann das Private bis in die Gegenwart ziehst, eigentlich, du hast Social Media zum Beispiel genannt, das finde ich spannend, dass da das Private ja eigentlich etwas ist, was ja auch dazu dient, ein Ich zu erschaffen, das ja mittels solcher privaten Bruchstücke oder viele Bruchstücke, um so ein Selbst, so eine Autobiografie irgendwie zu gestalten. Das finde ich ganz interessant. Genau. Was mich auch im Zusammenhang mit diesem autobiografischen Schreiben noch interessieren würde, zu Beginn, dieses Cover mit dem Foto vorne drauf, auch das wird kommentiert in deinem Text, also das kommt auch vor. Es ist ein großartiges Foto. Ist koloriert. Koloriert, ja. Ich hab's vermutet. Ob das gegangen wäre, ich glaube ja nicht, lila Haare, wahrscheinlich schwierig damals. Nein, es war einfach ein schwarz-weiß Foto. Ja. Wie hast du denn den Zugriff gefunden zu dem, worüber du da schreibst? Welches Material oder wie greifst du zu auf diese Erinnerungen?
Das ist mehr oder weniger eine Meditation. Also ich habe eigentlich nie viel Material gesammelt, obwohl man natürlich für die Zeit dann schon Material, also googeln muss, was war eigentlich 1961 oder um diese Zeit rum, was hat es da gegeben und was nicht. Ich habe dann später, also schon längst früher mal in einem Roman, habe ich geschrieben, dass die Protagonistin ich autobiografisch nachgegoogelt hat und dann hat mir der Verlag geschrieben, da gab es noch kein Google. Also man vergisst es ja leicht, wie schnell das alles geht und sich ändert. Nein, also der Zugriff war eigentlich ein stark sich versenken in diese Zeit. Weniger mit Fotos, also ich habe da nie in irgendwelchen Fotos gekramt, genau einmal. Und es kommt auch im Buch vor, da war ich ganz entsetzt über das Foto, über das Maß der Anpassung, das aus dem Foto spricht und auch die Zeit, die aus dem Foto spricht. Nein, es war ein Versenken, weil ich glaube sowieso, deswegen schreibe ich auch schon so lang und immer wieder autobiografisch, dass was Literatur kann und was sonst fast keine Wissenschaft jedenfalls kann, ist dieser ganz konsequent subjektive Blick. Und ich denke mir, also in dem Moment, wo ich sage, fällt ja schon mal ganz viel weg, was fiktionale Literatur braucht, also um überhaupt erst einmal zu begründen, wie man auf die Idee kommen kann, was zu erfinden. Da gibt es ja die skurrilsten Sachen. Jemand hat ein Manuskript am Dachboden gefunden und hat es dann und erzählt es jetzt oder hat den Auftrag bekommen. Das muss man rechtfertigen. Das muss der autobiografische Autor nie, weil der geht in medias res. Und das liegt mir sehr, also dass ich gleich zum Zentrum für mich komme. Und je subjektiver und je einmaliger der Blick ist, desto allgemeiner wird er interessanterweise. Also es ist oft so, dass wenn sich jemand diesen Blick verkneift, kommt dann etwas raus, womit man sich eben nicht messen, also ich will jetzt nicht sagen identifizieren, aber messen kann und mit dem man in den Dialog tritt. Aber je spezieller also man seinen Blick sucht, desto mehr ist, glaube ich, der Leser oder der Zuhörer auch herausgefordert, an seine Vergangenheit zu denken oder an sein Gewordensein. Denn das, was du zuerst aufgezählt hast mit dem 5-Jährigen und 10-Jährigen, 18-Jährigen, wo ist da die Verbindung? Das ist ja immer die Frage, weil ich glaube, dass sich jeder seine eigene Autobiografie baut. Und er wird sich immer an das erinnern, was die Steine zusammensetzt zu seinem Jetzt selbst. Und das wird anders sein mit 20, mit 30, mit 40, mit 50, mit 60. Und man ist aber ständig am Bauen. Es gibt nichts, das im Menschen fix und erledigt ist, als ich. Es gibt kein Ich, außer das, das sich jetzt gerade manifestiert. Aber unter sehr komplexen Umständen sozusagen. Es hat ja nicht nur mit, keine Ahnung, Erinnerungsverlust rein physiologisch oder so zu tun oder mit irgendwelchen Nervenbahnen, sondern ja eben auch, in welcher Zeit lebt man, mit wem umgibt man und so weiter. Ja? Also die verschiedenen Prägungen, die man erfährt. Das ist auch was ich jetzt wieder, also auch in deinen anderen Büchern, aber hier auch wieder ganz besonders auch so schätzen kann, in deiner Erinnerung, in diesem ganz persönlichen, besonderen Fall, wie schillernd und unglaublich, ja, eben wie du sagst, messend, oder man hat sofort Anschluss an diese Figuren eben auch. Also die werden einem so lebendig, die Eltern, aber eben auch die anderen Kinder, die finde ich besonders auch entzückend und ja, tragisch, komisch immer gleichzeitig. Das zeichnet ja dein Schreiben ohnehin aus. Ja, der Titel, da habe ich zu Beginn ja auch das kurz ein bisschen unterschlagen. Du hast es jetzt schon angebracht, das Private. Das ist ja ein sehr großer Begriff.
Du hast jetzt schon auf die 60er, 70er Jahre kurz angespielt, das Private ist politisch und so weiter, das Persönliche ist politisch. Das wären dann die, die 60er, 70er Jahre. Genau, also genau. Und nicht so, ja. Genau. Und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, was denn das Private in dieser Zeit ausmacht und welche Schlüsse du... die Erinnerung an diesen rätselhaften Begriff des Privaten erlesen wir uns ja durch diesen Blick des Kindes. Das heißt, für das Kind ist da so vieles, was dieses Mädchen einfach nicht begreift und herausfinden will, aber es darf nicht, du darfst das noch nicht wissen, du bist zu klein. Was war das alles? Also wie würdest du das beschreiben, genau in dieser Zeit und auch in diesem Umfeld, das du da beschreibst? Naja, also man kann sagen, alles, was verboten war, war privat. Also man hat also über die Verletzbarkeit des menschlichen Körpers nicht gesprochen, über die Entwicklung des menschlichen Körpers nicht. Ausscheidungen waren sowieso tabu. Die ganze Genese vom Kind zur Frau oder vom Kind zum Mann war alles verschwiegen. Also da konnte man sich verbal sehr wenig Information holen. Und trotzdem ist interessant, dass eben schon für jedes Kind beziehungsweise fürs Baby, was ist das Zentrale? Das Zentrale sind die Ausscheidungen und das, was es zu sich nimmt. Und es bleibt im Leben so und wird dann offenbar noch einmal im Alter noch einmal zentral. Ich kann mich gut erinnern, mein Vater ist nur mehr spazieren gegangen, wo es auch öffentliche Toiletten gab, wie er dann über 80 war, weil musste er auf seinem Weg 6 öffentliche Toiletten aussuchen. Und sagen wir mal, man könnte auch sagen, statt über das Private, über das Verschwiegene. Das würde aber nur für dieses Buch zutreffen. Also das ändert sich ja dann, wie wir schon gesagt haben, zum Beispiel mit den 68ern, die ja genau das alles aufgebrochen haben. Und dieser Spruch, das Private ist politisch, ist auch hauptsächlich von der Frauenbewegung damals ausgegangen, die natürlich Interesse hatte an der Lüftung der Familiengeheimnisse. Und später dann wird man sehen, also ich bin jetzt beim zweiten Band in der Arbeit, was dann mit dem dritten und vierten ist, weiß ich noch nicht. Vom vierten weiß ich schon, aber das verrate ich nicht. Aber dann schauen wir doch nochmal in den ersten Band hinein. Mhm. Vielleicht kannst du noch ein Stück bitte lesen. "1961 wechselten deutsche Männer im Durchschnitt einmal pro Woche die Unterhose, Frauen alle 5 Tage. Ihr Hemd wechselten die Männer im Durchschnitt ebenfalls einmal pro Woche. 15% nur alle 2 Wochen. Es muss in den Haushalten ganz schön gemieft haben. Mir ist als Kind nichts aufgefallen. Vielleicht hat es daran gelegen, dass wir relativ früh eine Waschmaschine hatten und dass sich mit den Waschmaschinen die Zeitspanne verknappte, in der eine Familie Unterwäsche und Hemden wechselte. Ich weiß noch genau, wie meine Mutter die erste Waschmaschine bekam. Das Gerät wurde geliefert, angeschlossen und dann standen wir alle herum und beobachteten, wie die Trommel sich drehte und die Wäschestücke herumwirbelte. Ich glaube, meine Mutter hatte Tränen in den Augen. Heute kann man damit höchstens noch Katzen beeindrucken, die vor dem gläsernen Bullauge stehen und versuchen, mit ihren Krallen einzelne vorbeiwirbelnde Wäschestücke aufzuhalten. Naturgemäß gab es anfangs einige Pannen. Mein Lieblingspullover kam eines Tages auf die Größe eines Puppenpullovers geschrumpft aus der Waschmaschine heraus und das weiße Theaterhemd meines Vaters war nach einer anderen Wäsche rosa. So weit, so klar. Unklar war nur, was man nun eigentlich erzählen durfte und was nicht. Dass wir eine Waschmaschine hatten zum Beispiel, durfte erzählt werden. Das mit meinem geschrumpften Lieblingspullover nicht.
Das geht niemanden etwas an, sagte meine Mutter. Es ging auch niemanden etwas an, dass das weiße Theaterhemd meines Vaters rosa verfärbt war. Andererseits schien es alle etwas anzugehen, dass meine Mutter Backpulver unter das Waschmittel mischte, wenn sie weiße Gardinen wusch. Das erzählte sie jeder Nachbarin, der sie begegnete. Auch wenn wir gerade noch die Straßenbahn erwischten, sagte meine Mutter in der Straßenbahn, Mensch, sind wir gelaufen. Ich hatte nie den Eindruck, dass andere Menschen in der Straßenbahn daran sonderlich interessiert waren. Oft schämte ich mich sogar für meine Mutter, wenn sie beim Koltschak aller Welt mitteilte, dass ihre Nase juckte. Wenn ich aber jemandem von so sensationellen Ereignissen erzählte, dass etwa unser Schnellkochtopf explodiert war, sperrte sich meine Mutter im Badezimmer ein und heulte. Na gut, der Schnellkochtopf war nicht direkt explodiert, aber der Deckel war in die Höhe geschossen und mit ihm das Kartoffelgulasch, das dann an der Decke klebte. Es war mir ein Rätsel, wieso meine Mutter heulte, weil ich das unserer Nachbarin erzählt hatte. Wenn mein Vater geheult hätte, hätte ich das noch verstanden. Er hatte schließlich das Essen vom Plafond geschabt, die Küchendecke gesäubert und sie dann neu gestrichen. Meine Mutter behauptete hinterher, die Frau Lindner habe sie süffisant angelächelt, nachdem ich ihr das mit dem Schnellkochtopf erzählt hatte. Ich hatte keine Ahnung, was süffisant bedeutete. Kein Mensch im Hof konnte mir das erklären, nicht einmal Etta, die sonst alles wusste. Schließlich schaute ich im Konversationslexikon meines Vaters nach. Dort stand Suffisance, jene Selbstgefälligkeit, die sich stets selbst genug, selten anderen genügt, ein Egoismus, der sich selbst zum Spiegelbilde einer wonniglichen Betrachtung macht, ein geistiger Narziss, der sich selig vertieft in dem Anschauen seiner eigenen Gestalt. Danach verstand ich noch weniger. Wieso hatte Frau Lindner selig vertieft in dem Anschauen ihrer eigenen Gestalt lächeln sollen, wenn unser Schnellkochtopf explodiert war? Rätsel über Rätsel. Dass meine Tante Maria, die Mutter von Nils, im Ruhrgebiet beim Kreisler, in Deutschland heute Tante Emma Laden, anschreiben ließ, war auch so eine Sache, die niemanden etwas anging. Nicht einmal meine Tante Maria selbst. Mit dem ersten Staubsauger war Schluss mit dem Teppichklopfen auf der Teppichstange im Hinterhof. Das Gerät war größer als die heutigen Staubsauger, länglich, braun mit einem langen Kabel, über das meine Mutter anfangs öfter stolperte. Sie war überhaupt, was die neuen Geräte anging, eher ungeschickt. Mein Vater musste den Staubsauger anfangs persönlich einstecken und einschalten, weil sich meine Mutter vor Steckdosen und überhaupt vor elektrischen Geräten fürchtete. Sie wechselte nicht einmal Glühbirnen aus. Ich steige doch nicht auf eine Leiter und elektrisiere mich dann auch noch, sagte sie. Überhaupt musste mein Vater alles Elektrische und alles Handwerkliche erledigen. Barbara Rosenfeld, die Schwester von Theo, war das erste Mädchen, das in unserer Siedlung schwanger war. Sie war genau genommen meine erste Schwangere überhaupt. Das heißt, ich hatte sicher auf der Straße schon Schwangere gesehen, aber sie waren mir nicht aufgefallen. Mir wäre auch nicht aufgefallen, dass Barbara Rosenfeld schwanger war. Ich hatte sie überhaupt erst ein paar Mal von Weitem gesehen, weil sie eine Friseurlehre machte und in der Früh aus dem Haus ging und erst abends zurückkam. In den Hof kam sie nie. Aber es gab ein sagenhaftes Getuschel unter den Erwachsenen über Barbaras Schwangerschaft. Sie war erst 16 Jahre alt, niemand hatte vorher je gesehen, dass sie einen Freund gehabt hätte. Plötzlich war sie im 7. Monat schwanger. Wir Mädchen standen extra vor Schulbeginn auf und liefen zum Haus der Rosenfeld, um Barbara in der Früh aus dem Haus gehen zu sehen. Sie sah eigentlich aus wie immer, nur dass sie einen unglaublich dicken, kugelrunden Bauch hatte. Angeblich hatte sie gesagt, sie werde ihr Kind in Samt und Seide betten. Wir spielten wochenlang, dass wir schwanger wären und stopften uns Polster unter die Bluse. So watschelten wir den Bauch weit vorgestreckt durch den Hof. Die Buben waren ratlos.
Irgendwann interessierte uns das Spiel nicht mehr und ich kann mich nicht erinnern, dass ich gesehen hätte, wie Barbara später einen Kinderwagen durch die Gegend geschoben hätte. Aber vielleicht waren die Rosenfels ja da schon aus unserer Siedlung ausgezogen. Von Etta hatte ich die Sache mit dem Coitus interruptus. Sie erklärte mir, dass Barbara nicht schwanger geworden wäre, wenn sie Coitus interruptus praktiziert hätte. Ich verstand zuerst Colicus interruptus, was mich sofort an Koliken bei Darmverschlingungen denken ließ, weswegen mir der Vorgang, wie immer er auch sein mochte, sofort unsympathisch war. Was interruptus bedeutete, wusste ich auch nicht. Etta wusste es auch nicht so genau. Sie wusste nur, dass Babys durch eine Paste entstehen, die die Männer den Frauen in den Leib spritzen, nachdem sie ihr Ding hineingesteckt haben. Wenn sie es aber rechtzeitig wieder herauszogen, dann landeten die Babys auf der Bettdecke. Ich fand das eine ungeheure Verschwendung von Babys. Etta sagte, deshalb sei der Papst ja gegen den Coitus interruptus. Es war mir zwar ein Rätsel, was der Papst damit zu tun haben sollte, sagte aber nichts, weil ich nicht naiv wirken wollte. Die andere Methode, fuhr Etta fort, sei Knaus Ogino. Ich fürchtete schon, es sei dabei wieder die Rede von der Paste, die der Mann der Frau angeblich in den Leib spritzte. Aber Etta sagte, es ginge dabei nur ums Fiebermessen. Man könne dadurch die fruchtbaren Tage der Frau bestimmen, die irgendwann zwischen zwei Blutungen liegen. Mein Gott, gab es denn nur unangenehme Nachrichten, was das Frausein betraf? Etta tröstete mich mit dem Argument, dass der Vorteil einer Frau, die Kinder bekam, war, dass sie in weiterer Folge nicht mehr arbeiten müsste. Und tatsächlich fiel mir da erst auf, dass keine einzige Frau in unserer Vöss-Siedlung arbeitete. Außer Gabis Mutter, aber die hatte keinen Mann. Und die Frage, wie sie ohne Mann an die Babypaste gekommen war, wollte ich mir beim besten Willen nicht auch noch vorstellen. Sehr schön, der Titel deines Buches ist, der Haupttitel ist Vater, Mutter, Kind. Kriegserklärungen. Ich glaube, da haben wir jetzt auch nochmal ein Steinchen dazu bekommen, zu dem Thema männlich, also vor allem eben weibliche Rollen, Frauenrollen, die du da auch darstellst, zeigst aus der Perspektive des Kindes. An einer anderen Stelle geht es auch nochmal darum, wo das Mädchen die schreckliche Erkenntnis hat, wie es heißt, dem gleichen Geschlecht wie die Mutter anzugehören, zitiere ich hier, schließlich tröstete mich die Grammatik, der Mann, die Frau, das Kind. Nein, diesem bösartigen Geschlecht gehöre ich noch nicht an, Gott sei Dank. Die Kinder rechnen mit den Müttern sehr ab, die kommen nicht sehr gut weg. Die Kinder machen, die Mädchen gründen auch mal einen Verein, indem sie den Hass auf ihre Mütter, den dort zelebrieren und quasi institutionell behandeln. Die Buben werden ausgeschlossen. Es wird über dein Buch auch gesagt, es ist ein Buch, das Zeitdiagnosen stellt. In Bezug auf Frauenrollen, Geschlechterrollen, wie würdest du diese Zeitdiagnose formulieren? Naja, es war halt eine Zeit, in der kaum eine Frau gearbeitet hat, wenn dann, also eine Verheiratete, wenn dann war es also einfach dringend zum Lebensunterhalt nötig und war damit schon, wurde schon ein bisschen abfällig betrachtet. Es war eine Zeit, in der Frauen so gut wie gar kein Mitspracherecht bei gar nichts hatten. Das Familienoberhaupt, das berühmte, war der Mann, der einfach bestimmt, ich glaube, die Frauen durften damals auch noch gar nicht mit ihrem Kind wegziehen, lauter so Sachen. Also es war für ein weibliches Kind keine rosige Perspektive, wenn es sich vorgestellt hat, also dazu dann zu gehören. Und entsprechend findet ja das kleine Mädchen auch das Büro des Vaters ganz toll. Anziehend. Ganz toll. Ja, die riesigen Schreibtische und
leere Ordner und Locher und Lineale und ja, also das männliche, die männliche Domäne des Vaters, die auch irgendwie so was Geheimnisvolles ja auch hat, weil man da eigentlich nicht hin darf. Ja, der Vorteil der Väter war, sie waren nicht zu Hause, und der Nachteil der Mütter war, sie waren zu Hause. Also die Mütter haben natürlich die Aufsicht über die Kinder geführt. Und die Väter haben das alles nicht so richtig mitbekommen, also nur so nebenbei. Und es ging dann, also die Funktion der Väter war zumindest in den meisten Familien, die haben dann die, sozusagen die Strafaktionen übernommen. Die Mütter haben ihnen berichtet, das und das und das ist vorgefallen, und die Väter haben dann die Konsequenzen gezogen. In meiner Familie war es nicht so, aber ich habe mich wirklich als Kind sehr stark mit meinem Vater angefreundet, weil ich das Gefühl gehabt habe, er durchschaut mich nicht. Und meine Mutter, die hat mich immer angeschaut und gesagt, wie schaust du jetzt rein, oder gefällt dir das nicht? Und was ist denn heute los? Du machst so ein Gesicht. Meinem Vater wäre nie aufgefallen, dass ich irgendein bestimmtes Gesicht mache. Und deshalb, also die Neigung, glaube ich, von mehreren Mädchen, zu ihrem Vater, wo sie sich besser ausspielen können und versuchen können, welche Rollen kann ich einnehmen. Mit den anderen Kindern sowieso, da versucht man das ja, und mit den Eltern gelingt es am ehesten beim Vater. Und die Buben wurden wahrscheinlich auch nicht in dem Maße von den Müttern beobachtet. Außer es ging jetzt in die Nähe von einem Skandal, also dass so ein Bub zu dreckig war oder ständig Wunden gehabt hat, was man Angst haben musste, er gerät auf die schiefe Bahn. Das war eher bei den Buben. Und bei den Mädchen war ja jeder Fleck am Kleid, wurde ja aufmerksam beobachtet. Die Beobachtung und überhaupt die Beengung in gewisser Weise oder die das nicht viel Raum haben, finde ich, ist auch ein ganz starker Eindruck, den man mitnimmt. Ich habe auch in vielen Dingen in meiner Erinnerung immer wieder anschließen können, Thema Klavier in die Wohnung stellen und dann Klavier lernen müssen. Das Klavier, das da kaum Platz hat auch, also das kann man sich auch irgendwie sehr gut vorstellen, und dann kann das eh niemand ordentlich spielen eigentlich. Philipp Ariès hat in seiner Geschichte der Kindheit die Schule als Quarantäne für Kinder bezeichnet, mit der ein ganzer Prozess der Einsperrung der Kinder beginnt. Ist das nur die Schule, von der erzählst du ja relativ wenig? Ich meine, es ist ja Volksschule, also das interessiert mich auch, dass es wirklich das Zuhause ist vor allem. Oder trifft dieses Einsperrungssymptom sozusagen auch auf andere Orte vielleicht in dieser Zeit besonders zu? Ja, die Beobachtung, die war überall. Die Beobachtung war eine gesellschaftliche Beobachtung. Und die Schule ist eine Institution der Gesellschaft, die versucht, im Geiste der jeweiligen Zeit ihre Kinder zu erziehen. Und ich glaube, es reicht also sehr weit, weil ich kann mich erinnern, auch meine Tochter, die jetzt 30 wird, hat sich immer so gefreut, zuerst auf den Kindergarten, dann auf die Schule, dann aufs Gymnasium. Es war eigentlich immer Enttäuschung. Also die Erwartung war großartig, aber es ist nicht wirklich gearbeitet worden an der Entfaltung des Menschen, sondern eher an seine Einordnung in Systeme. Und ich glaube, es ist dann noch einmal ein Unterschied, also weil das spielt sich ja hier in einem Häuserblock mit einem Hinterhof ab. Aber Kinder, die am Land aufgewachsen sind, haben, glaube ich, noch weiteren Spielraum, zumindest also zu der Zeit gehabt. Also Bekannte von mir, die im Lungau aufgewachsen sind, die waren überhaupt den ganzen Tag, wenn sie nicht in der Schule waren, nur draußen. Andererseits waren am Land dann die Restriktionen zum Teil noch größer. Also wenn jetzt einer nicht in die religiösen Schemata oder die geschlechtlichen Rollen nicht erfüllt hat, dann war das noch schlimmer als in der Stadt. Ja, das ist sicher auch nochmal eben ein Thema, dass es genau an diesem Ort eben verortet ist, dieser Häuserhof. Genau. Also Kontrolle, aber doch die Möglichkeit zu entwischen. Ja. Und ich glaube, das ist in fast
fast allen unseren Bedingungen zweischneidig. Also man wird beobachtet, aber man kann auch entwischen, wenn man es nur versucht. Und überhaupt diese, dass man dort noch stärker sich auseinandersetzen muss mit der Tatsache, dass man mit vielen Menschen und verschiedenen abgeschlossenen Familienzellen, also nicht Großfamilie, sondern lauter einzelne Wohnungen mit Menschen, wo man, das finde ich auch so eine spannende Beschreibung, dass man als Kind in anderen Wohnungen als fremdes Kind quasi überhaupt nicht erwünscht war. Ja? Also diese, im Gegensatz zu heute, wo man eben Kinder da und dorthin zu Playdates und was weiß ich was. Ich wollte nur sagen, also weil du zuerst erwähnt hast, die Schule als Quarantäne, heute haben wir ja wieder genau das Gegenteil. Ja. Ja. Und so sind ja ständig diese Maßstäbe in Bewegung. Mhm. Weil also heute werden die Kinder froh, wenn sie in die Schule, heute sind sie froh, wenn sie in die Schule gehen können, weil sonst haben sie gar niemanden mehr. Ja. Also. Absolut. Mhm. Du hast jetzt schon mehrfach davon erzählt, dass es weitergehen wird mit deinem Projekt. Möchtest du das vielleicht irgendwie noch kurz umreißen? Wie hast du dieses Projekt angelegt? Du hast schon gesagt, 4 Bände, glaube ich, soll ja, umfassen. Ja, 4 Bände habe ich mir gedacht. Also der nächste wird die Gymnasialzeit umfassen, das ist, bei dem bin ich. Und dann möchte ich vielleicht, aber man weiß nie, was sich so tut, im Laufe eines Schreibprozesses vielleicht dann das Rausgehen in die Welt möglicherweise. Und dann möchte ich eigentlich in einem 4. Band überhaupt vor die Geburt und zur Geburt. Ah, sehr spannend. Die ersten, sagen wir mal, vielleicht auch die ersten 2 Jahre. Also so, weil ich habe angefangen, wird das Kind eingeschult und vielleicht die Zeit vorher auch. Ah, ja, sehr spannend. Dass der Blick da auf deine eigene, quasi auf dein eigenes Kind und dein eigenes Muttersein. Auf mich selbst. Auf dich selbst? Ah, ja. Okay, das habe ich jetzt falsch verstanden. Das wird natürlich dann wieder, ist ja überall dieser Begriff autofiktional. Ja. Ja. Nein, das wird dann besonders autofiktional. Besonders autofiktional, sehr schön. Gut, dann freuen wir uns darauf. Wir sind gespannt, wie dieses Projekt sich weiterentwickelt. Deine weiteren Erinnerungserzählungen autofiktional. Und zum Abschluss würde ich dich nochmal um eine Stelle aus deinem Buch bitten. Ist es möglich, dass man vor lauter Panik vor einer ungewissen Zukunft Infektionskrankheiten bekommt, dass ständige Angst das Immunsystem schwächt, sodass jeder dahergelaufene Virus beste Bedingungen hat, sich einzunisten und sein zerstörerisches Werk zu beginnen? Eine Art negativer Placebo-Effekt. Im Sommer 1963 bekam ich relativ spät für mein Alter Scharlach, was damals als höchst ansteckend und gefährlich galt. Symptome wie Ausschlag, Fieber und Halsschmerzen dauerten nämlich nur ein paar Tage an. Ohne Krankenhausaufenthalt musste man danach aber 5 Wochen im Bett bleiben, da die Gefahr einer Organbeschädigung bestand. Warum diese Gefahr bei Krankenhausaufenthalten nur auf 2 Wochen beschränkt war, weiß ich nicht. Penicillin bekam ich auch so, in flüssiger Form. Da die Flüssigkeit ausgesprochen ekelhaft schmeckte, wurde sie mir mit Nougat-Schokolade verabreicht. Das heißt, zuerst einen Esslöffel Penicillin, dann eine kleine Tafel Nougat-Schokolade. Die kleine Tafel Nougat-Schokolade war von Benzdorp, hatte einen pinkfarbenen Einband, bestand aus 5 Schokoladerippen, die hintereinander angeordnet waren und war meine absolute Lieblingsschokolade. Es gibt sie schon lange nicht mehr. Nachdem meine Eltern sich Gott sei Dank für häusliche Pflege entschieden hatten, bekamen wir ein Schild an die Tür, Achtung, Infektionsgefahr. Niemand durfte uns besuchen und wenn mein Vater von der Arbeit oder meine Mutter vom Einkaufen zurückkamen, mussten sie die Hände 30 Sekunden lang gründlich waschen, desinfizieren und einen weißen Kittel anziehen. In der Früh, zum Mittag und abends
aßen wir alle an einem Campingtischchen neben meinem Bett. Mein Vater las sogar die Morgenzeitung in meinem Zimmer. Abends spielten wir Mensch, ärgere dich nicht oder Halma oder fang den Hut. Ich habe die Krankheit in allerbester Erinnerung. Ich schrieb in der Zeit meine ersten Gedichte. Mein erstes Gedicht überhaupt handelte vom Atomkrieg. Leider haben meine Eltern es mit dem Heft, in dem auch alle anderen Gedichte standen, nach meiner Scharlacherkrankung verbrannt, wegen der Infektionsgefahr. Übrigens wurden auch die Puppen, mit denen ich gespielt hatte, entsorgt. Nur meinen Teddy konnte man Gott sei Dank mit 60 Grad waschen. Danach war sein Fell zerflettert und er hatte nur mehr ein Ohr. Die letzte Zeile in meinem ersten Gedicht habe ich mir gemerkt. Sie lautete: Wie soll durch Atombomben die Welt besser werden? Die Kuba-Krise Ende 1962 muss mich doch sehr beeindruckt haben. Meine Eltern jedenfalls weinten, als ich das Gedicht vorlas. Ich schrieb auch Kurzgeschichten in das Heft und den Anfang eines Romans. Der Titel lautete Wendy, ein Kriminalroman, und er handelte von zwei vertauschten Prinzessinnen, die wegen der Verwechslung in großer Armut lebten. Ständig fand sich irgendeine Leiche in der Badewanne, im Keller, im Schlafzimmer der beiden. Soweit ich mich erinnere, ging es darum um irgendeine Intrige bei Hofe. Auch die Verwechslung hing damit zusammen. Meine Eltern mussten sich abends alles anhören, was ich geschrieben hatte, und ich kann sagen, sie waren begeistert. Oder taten wenigstens so. Es war eine schöne Zeit. Vielen Dank, Margit Schreiner. Vielen Dank an das Publikum, das zu Hause an den Bildschirmen dabei war. Besorgen Sie sich das Buch von Margit Schreiner, Vater, Mutter, Kind, Kriegserklärungen, und kaufen Sie in der lokalen Buchhandlung. Vielen Dank. Schön. Echter Applaus.